Ludwigshafen hat einen neuen Guinness-Weltrekordhalter. Und das ist er, nämlich der Berufsfeuerwehrmann Lars Kegler hat einen Rekord im Dauerlauf in Feuerwehrschutzkleidung aufgestellt. Der bestehende Rekord, der lag bis dahin bei 41 Stunden und 28 Minuten. Lars Kegler war rund 6 Minuten schneller. Ja, nicht zu vergessen, das sehen Sie auch hier, der 38-Jährige marschierte in seiner 22 Kilogramm schweren Feuerwehrmontur. Knapp 130 Kilometer legte Kegler auf einem Laufband in der Feuerwache 1 in Ludwigshafen zurück. Und während dieser 41 Stunden lief er, wie wir hier sehen, nicht alleine. Auf einem parallel aufgebauten Laufband begleiteten ihn Feuerwehrkollegen, Hobbyläufer und auch hier Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Mit dem Weltrekordversuch hat Lars Kegler Spenden gesammelt für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ein Projekt, das schwerkranken Menschen ihren Herzenswunsch erfüllt. Und jetzt hat er ausgelaufen, ist bei uns Lars Kegler zusammen mit seinem Kollegen von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit Armin Salzer. Herzlich willkommen. Ja. Wie geht's Ihnen nach diesen 41 Stunden Dauerlauf? Es geht langsam wieder besser. Die ganzen Emotionen, Eindrücke müssen natürlich jetzt die nächsten Tage, Wochen erstmal sacken, aber körperlich geht es langsam wieder besser. Aber wie anstrengend war es tatsächlich? Sehr, sehr, sehr anstrengend. Also es war bis jetzt in den 16 Jahren das härteste im sportlichen Bereich, was ich bis jetzt je gemacht habe. Herr Salzer, wie wichtig war es auch, dass Sie ihn unterstützt haben und vielleicht auch mal angetrieben haben, wenn er so ein paar Schwächen hatte? Ja, angetrieben habe ich ihn nicht. Aber unterstützt? Ich habe ihn unterstützt, ich habe ihm Tipps gegeben. Also ich denke, es war schon sehr wichtig, dass ich da war. Mhm. Er hatte einen Ansprechpartner gebraucht, jemand, dem er vertraut, und das war, glaube ich, ausschlaggebend. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Standen Sie dann die ganze Zeit neben dem Laufband oder wie war das? Ich stand nicht die ganze Zeit neben dem Laufband, aber er wusste, dass ich da bin. Mhm. Das war eigentlich das Wichtige. Mhm. Aber ich war immer in unmittelbarer Nähe da. Wie kam es überhaupt zu der Idee, sowas zu machen, Herr Kegler? Ich sagte ja bereits, dass ich das Ganze jetzt seit 16 Jahren mache. Das heißt Laufen, Triathlon. Irgendwann sucht man nach neuen Herausforderungen. Mhm. Und das war eine sehr große Herausforderung. Sie waren immer in Gesellschaft, das haben wir ja gerade gesehen. Wie wichtig war das auch, dass da jemand mitgelaufen ist? Das war sehr ist? Wichtig. Also auf dem zweiten Spendenlaufband sind insgesamt 54 Läuferinnen und Läufer gelaufen. Mhm. Und das Schöne war halt, aus allen Schichten, das heißt, wir hatten Polizisten dabei, Feuerwehr, wir hatten die Laufvereine dabei, klein bis große, das war einfach herrlich. Es wurden insgesamt 320 Kilometer gelaufen, was ja auch eine stolze Zahl ist. Mhm. Gab es auch mal den Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt wird es schwer. Ja, den einen Moment, den Sie jetzt gerade ansprechen, den gab es auf jeden Fall. Das war in der zweiten Nacht, wo ich wirklich dann große Kreislaufprobleme hatte. Ich habe Nasenbluten bekommen, habe gemerkt, irgendwas stimmt gerade nicht. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Auf jeden Fall hat irgendwas nicht gestimmt. Habe dann auch zum Armin gesagt, ich glaube, wir machen hier, müssen aufhören. Es ist gerade ein Punkt, der nicht mehr gut ist. Dann hat er mich doch motiviert, so komm, wir gehen noch einmal nach vorne. Hat mich nochmal verpflegt, mit Brötchen nochmal Tee gemacht. Hat mir den Tipp gegeben, da merkt man halt dann, dass er auch Sportlehrer ist, den Tipp gegeben, die KMH-Zahl nochmal zu erhöhen. Dadurch ist der Kreislauf wieder in Schwung gekommen. Ja, und dann haben wir uns Step by Step in Richtung Ziel gekämpft. Sie kennen sich, glaube ich, ganz gut, ne? Auch schon. Ja, wir sind ja schon mehrere Jahre Kollegen. Wie haben Sie ihn so erlebt während diesen 40, 41 Stunden? Ja, es war also schon sehr interessant. Ne? Es waren sehr viele Höhen und sehr viele Tiefen. Man konnte das genau verfolgen, wie das hoch und runter gegangen ist. Das war schon sehr interessant, muss ich schon sagen. Und gibt es schon das nächste Ziel, also einen neuen Rekord, den Sie brechen wollen? Also ich möchte ja gerne, dass es was Besonderes bleibt. Mhm. Wir haben uns vorhin schon unterhalten und gerade so eine Sache, also ich denke, toppen kann man das nicht. Nicht mal unbedingt von der Zeit her, sondern einfach von der Atmosphäre. Also was in dieser Fahrzeughalle entstanden ist, an Freundschaften, an Liebe, an Zusammenhalt, also das kann man nicht toppen. Mhm. Es wird sicherlich noch was geben, aber jetzt tun wir das erstmal sacken lassen. Wie bereits gesagt, es soll ja auch was Besonderes bleiben. Absolut. Und was Besonderes sein. Toll, dass Sie es gemacht haben und schön, dass Sie heute Abend hier waren. Danke, Herr Kegler. Vielen Dank.